Hallo und herzlich willkommen. In einigen Videos hatte ich ja bereits schon gesagt, dass die Schildkröte und der Wal sehr gut geeignet sind, wenn man in Hypixel Skyblock möglichst viel Defense haben möchte. Und heute möchte ich gerne einmal die Frage klären, welches von diesen beiden Pets denn wirklich das bessere ist, wenn es darum geht, so tanky wie möglich zu sein. Angefangen bei der Beschaffung der Pets gehe ich von Level 1er Pets aus, denn Pets mit einem höheren Level können natürlich auch mehr Coins kosten. Die Schildkröte bekommt man entweder in der Dark Auction oder im Auktionshaus. Für eine epische Schildkröte bezahlt man zwischen 1 bis 3 Millionen Coins und eine legendäre kostet etwa 30 Millionen Coins. Den Wal bekommt man beim Traveling Zoo, weswegen man ihn nicht nur in episch und legendär bekommen kann. Jedoch lohnt es sich nicht wirklich, den Wal in Ankommen oder Kommen zu holen, da er dort noch keine Stats bietet, welche euch mehr Defense geben. Für einen Rare Wal bezahlt ihr etwa 100.000 Coins, für einen epischen etwa 1 Million und einen legendären Wal könnt ihr für etwas mehr als 15 Millionen Coins bekommen. Also wäre beim Vergleich der Preise der Wal schon mal deutlich günstiger. Wenn es aber ums Leveln der Pets geht, würde ich sagen, dass die Schildkröte deutlich schneller zu leveln ist als der Wal. Denn die Schildkröte ist ein Combat-Pet und der Wal ist ein Fishing-Pet und selbst wenn man Fishing-Minions stehen hat und die ganze Zeit selber angelt, ist man mit der Schildkröte doch schneller gelevelt, wenn man beispielsweise Revenant Slayer grindet. Weiter geht es mit den Stats, welche euch die Pets bieten. Dafür gehe ich mal davon aus, dass ihr die Pets Level 80 habt, denn Level 80 ist noch ein Level, was man ganz gut erreichen kann. Ein Level 80 Wal würde euch 160 HP geben. Zusätzlich würdet ihr durch Potions 160 HP healen, den Stat finde ich ein bisschen unnütz. Dann bekommt ihr noch bei einem epischen Wal Level 80 2,4 Defense pro 25 maximalen Leben und wenn der Wal sogar legendär ist, bekommt ihr 2,4 Defense pro 20 maximalen Leben. Und bei einem legendären Wal Level 80 erhaltet ihr noch zusätzlich plus 16% maximale HP. Eine Schildkröte Level 80 würde euch passiv 40 HP und 80 Defense geben. Zusätzlich würdet ihr 16,6% mehr Defense erhalten. Bei den nächsten Stat der Schildkröte bekommt ihr bei der epischen plus 33% mehr Defense und 16 HP pro Sekunde regeneriert, wenn ihr euch in der Nähe von Wasser befindet. Und bei der legendären erhaltet ihr 41% mehr Defense und regeneriert 20 HP pro Sekunde, wenn ihr in der Nähe von Wasser seid. Da aber nicht wirklich immer Wasser in der Nähe ist, ist dieser Stat auch nicht wirklich so nützlich zu haben. Und eine legendäre Schildkröte bietet euch noch Knockback Immunity. Dieser Stat ist zwar ganz nett zu haben, ist aber auch nicht unbedingt nötig, da man zur Not auch ein Slimehead aufsetzen kann, wenn man unbedingt keinen Knockback bekommen möchte. Also würde es sich bei der Schildkröte vielleicht eher lohnen, das Epic zu holen als das legendäre, da dieses deutlich billiger ist und man die epische Schildkröte auch viel schneller leveln kann. Nur von den Stats her würde ich daher schon sagen, dass der Wal insgesamt besser abschneidet, da er insgesamt mehr nützlichere Stats hat, wenn es darum geht, so tanky wie möglich zu werden. Nun schauen wir uns aber mal an, mit welchem Pet man am tankigsten ist, wenn man es mit der richtigen Ausrüstung kombiniert. Dafür gehe ich wieder davon aus, dass man die Pets auf Legendär und Level 80 hat. Als Rüstung nehme ich eine komplette T12 Perfect Rüstung an, welche komplett gehotbookt ist, mit Protection und Growth 5 verzaubert ist und welche mit Titanic gereforged wurde. Bei den Skills, welche relevant für Tankiness sind, gehe ich mal davon aus, dass man diese auch alle auf Level 25 hat und natürlich gehe ich auch davon aus, dass man alle Fairy Swords eingesammelt hat. Wenn man dann die genannte Rüstung, alle Skills und auch alle Fairy Swords hat, kommt man dann insgesamt auf 1110 Leben und auf 1621 Defense. Wenn man nun mit dieser Ausrüstung einen legendären Wal ausrüstet, kommt man auf 1473 Leben und 1798 Defense. Rüstet man aber eine legendäre Schildkröte Level 80 aus, hat man im Vergleich zum Wal etwa 300 Leben weniger, aber dafür 200 mehr Defense. Wenn man sich für die beiden Pets die effektiven HP berechnet mit der eingeblendeten Formel, kommen wir bei dem Wal auf fast 28.000 Health Points und bei der Schildkröte gerade mal auf 24.000. Das liegt daran, dass umso mehr Defense ihr habt, desto weniger ist sie wert für euch. Mit den Werten der effektiven HP können wir nun erkennen, dass der Wal um Längen besser ist als die Schildkröte. Daher wäre meine Empfehlung auch, dass man sich einen legendären Wal holt, wenn man in Dungeons ein eher defense-lastiges Bild spielen will. Denn ich denke mal, dass es mit dem Wal auch möglich ist, mehr als 30.000 effektiv HP zu haben, denn bei meinen Berechnungen bin ich ja nicht davon ausgegangen, dass man das Pet-Level gemaxt hat oder dass die Verzauberungen und die Skills gemaxt sind. Zudem kann man ja auch noch Talismane reforgen, dass sie einen mehr Defense-Stats geben. Und wenn das dann immer noch nicht ausreichen sollte, gibt es zur Not ja auch noch Resistance-Tränke. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr bereits einen Wal oder eine Schildkröte habt. Und in der Infocard habe ich euch mal meine komplette Playlist zu den Pets verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.